nochmal als Stürmer, ne? Ja, für Haas nochmal einen zusätzlichen Stürmer vielleicht, dass der trifft. Okay. Staffel bringen wir wieder für Christea, der geht raus. Trip geht hier hin. Staffel geht hier hin und wir lassen, das ist unsere alte Aufstellung, die kennt ihr bereits. Taktisch gesehen werden wir so auflaufen, eigene Hälfte, Abwehrreihe normal, das passt alles eigentlich. Also ich, da kann man nicht viel dran ändern, da kann man nicht viel dran rumschrauben. Das müssen wir einfach mal so hinnehmen jetzt. Kalender, wir setzen jetzt mal da am Freitag. PR und Presse, Autogrammstunde können wir machen, Teamgeist. Eine Krisensitzung, das war nämlich zuletzt alles schlecht. Ja doch wirklich, also guckt mal bitte hier. Hier seht ihr das. Unser letzter Sieg war gegen Paderborn und dann die letzten 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt sind 5 Spiele kein Sieg mehr seit 5 Spieltagen. Und davor, vor dem Sieg gegen Paderborn, war das auch schon eine Zeitweile, zeitweilig recht schlecht. Na gut, okay, wir spielen gegen Braunschweig, die sind 17. Und jetzt muss wirklich mal wieder ein Sieg her, sonst sehe ich echt schwarz. Auch für die Rückrunde. Deswegen will ich gar nicht lange mich aufhalten und gehe direkt mal vor. Diesmal Textmodus. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Bin gespannt. Also, Krisensitzung ist abgelaufen. Wir schauen mal, was das gebracht hat. Ich hoffe mal, ein bisschen was an der Moral geändert. Die Jungs müssen auch wirklich... Die müssen sich selber in die eigene Nase packen, ne? Also, ist doch klar. Ich meine, okay, muss dazu sagen, unsere Mannschaft ist auch einer der schwächsten in der Liga. Rein von der Stärke her. Hier sind wir Mannschaftsstärke mit der 716. Theoretisch Platz 9. Okay. Das hört sich gar nicht so schlecht an, aber... Uns fehlt irgendwie der vorne so ein richtiger Knipser, ne? Der einfach mal trifft, der einfach regelmäßig trifft. Punkt aus Ende, ne? Also... Geht ein Krebs nur mit einer 7 in der Form. Aktion. Spielergespräche. Brauche ich im nächsten Spiel in Topform. Er verliert nochmal 2 Moralpunkte. Ach Leute, ehrlich. Können wir Prieb da hinsetzen? Ja, könnten wir auch. 66 hat er auf der Position. Machen wir auch. Ja, ich kann keinen mit einer Form von 7 drin lassen. Das ist ein Blödsinn. Dann bringen wir den Haas wieder. Aber der war auch so schlecht. Oh, die Krise, Leute. Er hat eine 8. Ein bisschen besser. So. Okay. Aber Prieb, der war schnell. Das heißt, wir müssen die Taktik auch ein bisschen ändern. Prieb, Laufwege bearbeiten. Alles klar, das kann er so machen. Fink ebenfalls so. Und dann Anweisungen. Prieb, ruhig kreativ. Und häufig Vorstöße. Und immer Flanken, weil Flanken kann er auch gut. Okay, und dann gehen wir... Teamtaktiken, dann gehen wir mal über die Flügel diesmal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Also, ich speichere ab, wir gehen in den Textmodus. Noch ist Prieb nicht so eingeschlagen, wie wir uns gehofft haben. Ihr seht auch, unsere ganze Mittelfeldabteilung ist in der Form recht mau. Deswegen, drückt die Daumen, liebe Leute, dass es besser wird, dass wir bald wieder einen Sprung nach vorne machen. Weil viel einstellen können wir an der Stelle nicht. Wir müssen es einfach hoffen, dass es funktioniert. Unser Saisonziel war natürlich auch nicht Aufstieg in der ersten Saison. Ist klar, mit so einer Mannschaft ist das nicht einfach. Beziehungsweise nahezu wirklich schwierig. Und die extrem gute Hinrunde lässt jetzt so langsam, sieht man, die Mannschaften können sich besser auf uns einstellen. Aber das ging, aue, das kotzt mich wirklich an. Also das hat mich wirklich geärgert. Gut, zuletzt haben wir 5:0 gegen Braunschweig gewonnen, zu Hause. Mal gucken, ob wir jetzt mal wieder einen Sieg einfangen können. Ich will es hoffen für die Mannschaft, ansonsten muss ich mir noch was einfallen lassen. Dann kann ich wirklich bald die ganzen jungen Leute hier spielen lassen, dann kommt es gleich hierbei raus. Dann kann ich die weiter ausbauen und verkloppen und mir dann, keine Ahnung, Topstars hier reinsetzen. Keine Ahnung, also auf jeden Fall müssen die, die jetzt spielen, die müssen einfach einen Zahn zulegen, weil sonst wird es echt problematisch, zwangsläufig. Und wir kommen nicht voran. Okay, bis gleich im Textmodus, meine Lieben. So, und da sind wir auch schon. Kurz vorm Textmodus. Alles klar, okay. Und geht raus. Ich habe nicht mal mehr Punkte frei zum Quatschen. Wir sind ja satte fast 30 Punkte besser wie Braunschweig. Also, theoretisch könnte das was werden, ne? Theoretisch. Auf dem Papier sind wir stärker. Wir schauen. Wir schauen, wie es läuft.
Das Vertrauen des Vorstandes von Eintracht Braunschweig. Das ist mir doch scheißegal, was mit Braunschweig ist. Meine Fresse. Genau. Ich habe Wichtigeres zu tun, mich mit der Situation von dem Schub zu beschäftigen. So sieht's aus. Leute, drückt die Daumen. 21. Spieltag. Ich bin gespannt. Können wir endlich mal wieder punkten? Aber ordentlich punkten. Mit 3 statt einem. Doch, geht schon gut los. Meine Fresse. Naja, gut, okay, was soll man machen? Also, wir müssen der Mannschaft ja natürlich auch mal Zeit geben, sich einzuspielen. Es sind ein paar Positionen regelmäßig verändert worden. Latte, die nächste Chance von Braunschweig. Mein Gott, nee, ehrlich. Ecke von rechts, Hornschuh lenkt den an die Latte sogar. Gut, Braunschweig ist hier im Aufwind, die wollen natürlich auch punkten. Also das wird wahrscheinlich wieder so ausgehen, dass wir die Platzierungen 18 bis 15 immer wieder Punkte beschaffen. Dass die 3 Punkte bei uns sammeln und wir gewinnen dann vielleicht wieder die Spiele gegen die Top-Mannschaften. Ist ganz, ganz seltsam. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Wir lassen es mal so laufen. Ich bin auch kein Freund von Manndeckung. Also ihr schreibt auch häufig, ich soll Manndeckung einstellen, dass sich die Männer immer sich einen vorknüpfen direkt. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich finde, die Raumdeckung sollten sie auch frühzeitig lernen. Und das ist auch eigentlich entscheidend. Jetzt die Möglichkeit. Na gut, wir müssen gucken, dass es weitergeht, dass es vorwärts geht, dass die Jungs wieder Selbstvertrauen tanken. Vielleicht können wir nochmal irgendwie so einen Gammelgegner nochmal ranholen zum Einschießen. Zwischendrin vielleicht. Mal schauen. Gegen unsere zweite einfach mal gewinnen oder so. Oder gegen die Jugendmannschaft. Ich weiß es nicht. Gegen die A-Jugend kann man ja auch nochmal spielen. Das ist zumindest mal wieder Vertrauen sammeln. Okay, die Abwehr wird hier gut bewertet. Das heißt aber auch, dass die den größten Spielanteil haben. Unsere Offensive kommt gar nicht voran. Das sieht man hier auch ganz schön. Wir haben noch gar keine größeren Chancen gehabt. Außer nach der Ecke. Jetzt hier wieder die Möglichkeit für Braunschweig nach wieder Ecke. Unglaublich. Gebt dir noch 2-3 Ecken, dann ist der Ball auch zwangsläufig drin. So, halbe Stunde gespielt. Jetzt mal die Chance für uns. Yashvili bleibt mit einem Alleingang eigentlich in der Deckung von Eintracht Braunschweig hängen. Der Ball kommt jedoch zu Steffen Haas, der aus 18 Metern verdeckt abzieht, aber knapp am Tor vorbeischießt. Naja. Braunschweig Chance. Okay, dann werde ich mal den guten Fink wieder ein bisschen offensiver einstellen. Bringt ja alles nichts. Wir kommen ja nicht voran. Wir kriegen gar keine Chancen. Wir erarbeiten uns auch vorne auch gar keine Chancen. Ne? Also ist echt, echt ärgerlich. Jetzt hier noch Lavrić mit der gelben Karte nach einer Schwalbe. Wahnsinn. Super Junge. Ganz stark. Ganz stark. Na gut. Wir müssen ja weitermachen. Ansprache, gucken wir mal. Yashvili motivieren wir mal. Dann den guten Pripp müssen wir motivieren, der auch noch nicht so richtig in der Mannschaft sich zurechtfindet. Da war er von Fürth wahrscheinlich ein bisschen was anderes gewohnt. Was sagt Lavrić? Den motivieren wir gleich mit. Okay. Aufstellung. Wir können Fink rechts außen spielen lassen, aber Pripp glaube ich nicht. Nee, da ist er nicht so gut links außen. Das hat keinen Wert. Wie sieht es mit Krebs eigentlich aus? Den habe ich ja raus, der sitzt auf der Tribüne. Wen haben wir denn hier noch? Christea haben wir noch. Der könnte ich auch mal treffen, ne? Naja. Okay, liebe Leute. Ansprachen sind durch. Taktik. Wir bleiben so. Wir machen weiter. Wir machen weiter und sehen dann, wie es läuft. Alles klar, dann mal los. Macht's mal rein, macht mal ein Tor, gleich Anpfiff, gleich die erste Chance für uns, sehr schön. Aber Steffen Haas, der kann nicht schießen, das war mir auch vorher schon klar. Er hat jetzt auch schon 2 hochkarätige verballert, ne? Jetzt nochmal die Chance. Guter Steilpass von Edgar Pripp. Kommt im Strafraum an den Ball und legt ein paar Meter zurück zu Steffen Haas, der sofort abzieht, der Ball streicht nur knapp und oh, der Pass, der Haas, der geht noch auf den Sack. So. Aufstellung wird geändert, Haas geht raus, der trifft überhaupt nichts. Pripp geht zu Haas und den könnte ich auf links hinschicken. Da habe ich aber niemanden. Lamidi kann der nicht links außen? Der kann auch nicht. Yashvili kann links. Yashvili lasse ich mal links laufen und dann setze ich lieber noch Lamidi als hängende Spitze. Sollen wir mal probieren? Oder Christea wieder, der auch gar keinen Bock auf den Job mehr hat. Ist die Frage, ne? Hängende Spitze, Lamidi. Es ist wieder so eine Aufstellung, ne, die wir vorher nie probiert haben. Die haben wir nie eingeübt, trainiert, etc. Aber, naja.
Hoheneder hat sogar nur zwei, aber ich bringe jetzt mal Müller bringe ich später noch. So. Der ist noch schwach. Ja, Lamidi ist eigentlich 162. Okay, wir schauen, wie es läuft. Okay, lassen wir mal den guten Timo Kern sich warm laufen und Steffen Müller. Und schauen wir mal, wie es läuft. So. Leute, drückt die Daumen. 5:0 haben wir sie geschlagen. In Braunschweig spielt der Torwart Libero. In die Spitze. Aus seinem Tor heraus. Ist zuerst am Ball. Es leckt mich am Arsch, ey. Leckt mich am Arsch. Ach, langsam habe ich die Schnauze voll. Ehrlich, es ist echt zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Es ist ein komplettes Durcheinander. Robles spielt Libero und die Stürmer, die kriegen nichts gebacken. Wir liegen gegen den 17. Gegen 18. haben wir verloren. Gegen den 17. so wie es aussieht, verlieren wir auch. Dann fehlt noch der 16. und der 15. und dann können wir uns eigentlich eindosen. Dann können wir die Tabelle eigentlich direkt mal umdrehen und uns unten einsortieren. Und dann passt das Ganze auf. Es ist zum Mäusemelken mehr noch. Naja. Wo soll man angreifen? Wo soll man da noch ansetzen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich bin echt überfragt, Leute. Na gut, Timo Kern bringen wir mal. Ne, bringen wir nicht. Jetzt nicht hin. Wir bringen Christea jetzt an der Stelle für Lavric. Hoffen wir mal, dass der was bringt. Also wir reihen uns so ein bisschen an der realen Leistung von KSC ein. Ist ja nicht schlecht. Dann ist das Spiel wenigstens realistisch, ne? So. Ach, Gottes Willen, ich werd verrückt. Macht noch ein zweites Tor, dann ist der Sack wenigstens zu hier, Braunschweig, bitte. So, und mach nochmal voller Angriff. Dann wird's offensiver. Schade. Erneute Niederlage gegen einen Gegner, den man normalerweise hätte schlagen müssen. Aber es bleibt so. Wir verlieren gegen die Gegner, an denen wir uns anscheinend so sicher fühlen. Die Gegner, die eigentlich die ganze Saison scheiße spielen, gewinnen dann gegen uns. Ganz seltsam. Oh, Ausgleich. Verzeiht. Es war jetzt ein bisschen sarkastisch, aber ich sehe es ehrlich so, das ist einfach zu wenig gegen so einen Gegner. Also gegen den man 5:0 in der Hinrunde wegklatscht und in der Rückrunde irgendwie hier rumdampelt da auf 1:1. Das ist nix. Das ist echt nix. Katastrophale Leistung. Lamidi ist jetzt auch verletzt.